Hallo liebe Freunde und willkommen zu meinem allerersten Black Ops 2 Zombie Tutorial. Ja, der ein oder andere hatte sich ja unter diesen ganzen 190 knapp 190, nee, es sind erst glaube ich 100. Ich weiß gar nicht, wie viel schon raus sind. Auf jeden Fall habe ich schon 186 hochgeladen. Der ein oder andere hat sich ja in den Kommentaren da ja Tutorials gewünscht, Waffenvergleiche, also Waffenguides oder so. Und sowas. Ich fange jetzt hier erstmal an mit Tutorial. Und zwar geht es heute, oder werde ich generell jetzt erstmal Perma-Perk-Tutorials zu Black Ops 2 Zombies machen. Also halt die Perma-Perks, die man halt auf Die Rise Transit, Buried und Die Rise bekommen kann. Habe ich jetzt eine Map doppelt genannt? Ich weiß nicht. Also hier einmal Buried, da kann man ja die Perma-Perks kriegen. Auf Die Rise kann man Perma-Perks kriegen. Und auf Transit, das wäre da oben. So, ja, ich empfehle euch generell, wenn ihr Perma-Perks euch, ich sag mal, farmen wollt, empfehle ich euch immer, dass ihr ja auf Buried das macht. Weil auf Buried ist es echt, finde ich, am einfachsten, sich Perma-Perks zu ergattern. Es ist sehr, sehr einfach dort. Und ich würde euch dann empfehlen, einfach ein eigenes Spiel zu machen. Also kein Einzelspieler, sondern ein eigenes Spiel, damit ihr die Schwierigkeit, falls ihr echt, ich sag mal, noch nicht so gut seid im Zombie-Modus und halt echt dann auf leicht spielen könnt. Also ich würde es auch im Einzelspieler packen, locker, ist für mich kein Problem, aber es gibt ja auch bestimmt jede Menge Anfänger unter euch, die dieses Video schauen, weil Tutorials sind ja meistens für die, die halt ja noch nicht so viel wissen und noch nicht so gut sind im Zombie-Modus, und deswegen zeige ich heute ja hier das erste Perma-Perk-Tutorial, und es geht um das Perma-Perk Long Range Snipe Points. Ich werde das Ganze, oder ich werde dieses erste Tutorial jetzt, ich sag mal, komplett live machen. Also ich werde hier jetzt nicht viel dran rumschneiden. Ich werde schauen, wie lange das Video dann insgesamt geht. Und werde dann dementsprechend entscheiden, ja, ob das von der Länge in Ordnung ist oder ob es jetzt zu lang ist für ein, ja, für einen Perma-Perk, sag ich mal. Oder ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt, ja, ob ihr überhaupt sehen wollt. Ja, also ob ihr es live sehen wollt, so ein Tutorial, oder ob ihr es lieber geschnitten tun wollt. Ich werde hier echt nichts an der Map, also ich werde wirklich nur, also quasi, ja, das ist ja ganz ein bisschen rushen. Ihr seht ja, wohin ich laufe und wohin ich gehe. Ich brauche jetzt nicht den, also den Weg brauche ich ja hier nicht erklären. Für alle, die Buried nicht haben, ich sag mal so, dann startet ihr halt irgendeine andere Map, Die Rise oder Transit, je nachdem, was ihr halt habt. Und müsst halt einfach das machen, was ich hier mache. Ist eigentlich easy peasy. So, ich muss gleich mal nur ein paar... Ist das der Alkohol hier? Der Alkohol ist nicht da. Gut, dann müssen wir jetzt kurz ein paar Zombies töten, bis wir genug Punkte zusammen haben. Weil wir müssen dann eine Tür für den Alkohol aufkaufen, damit wir bei Leroy das Ding aufmachen können. Das Ding. Ich sag schon das Ding. Oh, Instakill. Ah, gut. Wie gesagt, heute, es geht jetzt wirklich nur um das Perma-Perk Long Range Snipe Points. So, einmal hier aufgemacht und dann hier einmal den Alkohol rausgeholt. Damit wir bei Leroy hier die Kreidewaffen aufmachen können. Bist du der Letzte? Nee. Gut. Einen lasse ich am Leben, man weiß ja nie. Ich weiß gar nicht, habe ich Perma-Nogger? Ich weiß es nicht. Deswegen gebe ich mir lieber ein bisschen Mühe, hier wegzurennen. So, der stirbt jetzt, der spawnt neu. So, Long Range Snipe Points, ne? Long Range, also lange Distanz, ne? Man hört es schon am Namen. Deswegen empfehle ich euch, holt euch, auf Direct gibt es ja auch die SVU an der Wand an irgendeiner Stelle. Aber wenn ihr halt Buried habt, dann einfach die SVU hier ranmalen. Man kriegt dafür 1000 Punkte und die Waffe kostet auch nur 1000, also kann man sie sich alle Male erholen. So, dann empfehle ich euch am besten, ja, ich sag mal, Runde 3, Runde 2. So, wir sind jetzt gleich Runde 2. Ja, das sollte Runde 2 klappen. Es ist wirklich easy gemacht, also es ist wirklich einfach. Wir müssen uns jetzt nur hier kurz an eine Stelle stellen, wo die Zombies dann hier gleich spawnen. Jetzt warten wir kurz, bis sie gespawnt sind. Wie gesagt, Voraussetzung ist halt, ihr braucht eine Sniper. Also da würde auch die DSR klappen, die Beretta, hier die SVU. Und ich glaube, mehr Sniper gibt es schon gar nicht im Zombie-Modus. Und die Sniper kann natürlich auch gepuncht sein. Also ihr könnt auch eine Sniper, also eine gepunchte DSR mit ohne Visier, also mit Iron Sight haben. Das zählt ja als Sniper, es geht also auch damit.
So, auf leicht, also wenn man jetzt auf leicht zockt, ist der Nachteil, man muss die halt, ja, hier ein bisschen, ja, man muss warten, bis die alle zu einem kommen. Ich werde das wahrscheinlich auch ein bisschen vorspulen und mal meine Stimme pitchen, das hört sich vielleicht auch ganz lustig an, man weiß es nicht. So, man muss jetzt hier die einfach hier ranholen, macht bei ihm ein bisschen hinne, komm, ja, schneller. Ja, das ist der Nachteil, wenn man auf leicht zockt, weil die Zombies irgendwie erst ab Runde 10 anfangen, ja, ich sag mal, zu rennen. Hier rennen sie, also auf leicht rennen sie erst sehr, sehr spät. Und bei... und wenn man auf Original zockt, würden sie schon mal Runde 3, 4 rennen. So, wir haben jetzt hier einige angesammelt. Das sollte sogar schon reichen. Allerdings muss ich meine Sniper Points erstmal wegmachen. Und das, also, ja. Man hört es gleich. Ja, da hat man es gehört. Ich hoffe, man gehört das Geräusch. Und zwar verliert man, also ich hatte die Long Range Sniper Points jetzt schon gehabt. Und man verliert sie, indem man zu oft mit einer Sniper daneben schießt. Aber das gilt auch nur für eine, also es gilt auch nur mit einer Sniper. Also es gilt alles nur Sniper. So, und dann muss man halt wirklich auf lange Distanz, hier auf Bribit, sehr geil hier an die Stelle, auf lange Distanz. Headshot. Headshot. Komm. Und da haben wir es gesehen. Der grüne Rauch war da. Ich habe 3 oder 4 Zombies jetzt gekillt auf lange Distanz. Das reicht vollkommen aus, aber es müssen Kopftreffer sein, glaube ich. Wobei ich habe einen Kopftreffer und der dahinter ist ja nicht am Kopftreffer verreckt. Und ihr müsst jetzt mal auf meine Punkte achten. Ich werde jetzt mal einen hier im Nahkampf. Ah, shit. Daneben. Komm. Hey, kommt schon, Leute. Jetzt treffe ich nicht, oder was? Also achtet jetzt mal auf meine Punkte. Da. Zack, 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 zack. Und das Ganze, wenn man jetzt 2 auf einmal killt, dann kommt da, dann kommen da so 60er Steps. Zack, 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 zack. Das ist, pures Punktegefarme. Wirklich, pures Punktegefarme. So, und ich zeig's jetzt nochmal. Und das Perma-Perk verliert man, indem man halt einfach zu oft mit einer Sniper, jetzt genau hinhören. Das Geräusch kommt, wenn man Perma-Perk verliert. Und jetzt habe ich das Perk nicht mehr, jetzt achte auf meine Punkte. Zack, 100 Punkte, das war's. Ich habe das Perma-Perk nicht mehr. Ja, gut. Das war's auch schon mit dem Tutorial, würde ich sagen. Ja, das war's. Ich habe alles erklärt. Ist wirklich einfach. Einfach ein paar Zombies zusammenkiten, dann auf lange Distanz killen mit Headshots und das war's. Dann hat man's und dann kann man. Hey, wieso hast du das auf mich abgesehen? Ja, und dann hat man das Perk und dann ist gut. Und ja, wenn man das Perk hat. Dann ist es egal, auf welche Distanz die ihr killt. Also ihr habt ja gesehen, ich habe so im Nahkampf gekillt. Ich habe trotzdem die Punkte bekommen. Also das ist nicht das Thema. Und da habe ich wieder bekommen. Also das Perma-Perk, wenn man es verloren hat, es ist so einfach, es wieder zu kriegen. Seht ihr da, zack, Punkte, Punkte ohne Ende. Es ist so einfach, es wieder zu kriegen. Also wenn man es verloren hat, ist es überhaupt nicht schlimm. Es ist sehr, sehr einfach. Gut, das war's dann mit diesem ersten Perma-Perk-Trouble. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like und einen Kommentar da. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und für jegliche Anregungen, Ideen oder Fragen zu irgendwelchen Perma-Perks, was weiß ich. Oder Ideen, was man noch so machen kann hier tutorialmäßig bei Black Ops 2 Zombie-Modus. Ab in die Kommentare mit. Ich freue mich über jedes Kommentar, ohne Scheiß. Auch wenn es ein kritisierendes Kommentar ist, dann ist es Feedback, dass ich weiß, okay, ich muss irgendwas anders machen. Gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.